Ja, und willkommen zurück zu einem neuen Custom-Level von Tomb Raider 2. Und wie ihr seht, Lost Temple of the Pyrenees. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen am Ende. Ja, wie ihr schon am Titel seht, es sieht einfach mega aus. Wir sind irgendwo in den Bergen. Und ja, ich freue mich schon. Ich habe schon ein bisschen angespielt, also ich muss sagen, es sieht fantastisch aus. Ja, genau. Wie gesagt, wir sind in den Bergen mit ein bisschen Schnee und ein bisschen Grün ist auch noch dabei. Sehr schön. Und mir gefällt es auf jeden Fall. Ich finde das voll schön. Oh, da ist die erste Krähe oder Rabe. Nee, ist eine Krähe. Raben haben doch so einen schwarzen Schnabel, oder nicht? Hallo? Das tat bestimmt weh, von da oben runterzufallen. Aber gut. Ja, ich denke, das ist eine Krähe, oder? Keine Ahnung, eine Krähe wahrscheinlich. Ja, ich möchte mich als allererstes mal hier umschauen. Okay, da kann ich... Nö, da kann ich nicht hoch. Ein wunderschöner Baum. Und, ja, es scheint alles viel zu hoch zu sein, als dass ich da hochkomme. Und, hier ist eine verschlossene Tür. Beziehungsweise eine, ja, eine Riesentür, ein Tor. Ich sage einfach Tor, ist egal. So, dann wollen wir mal hier loslegen. Und, liegt hier irgendetwas? Nein, scheint nicht so. Ich kann doch bestimmt hier rauf, oder? Oh, okay. Das ist zu hoch. Das ist zu hoch. Ja, wenn ich jetzt auf den Stein drauf gehe, ist das auch noch zu hoch. Ja. Da könnte ich es mal versuchen. Das müsste doch eigentlich klappen. Ja, als allererstes dagegen knallt und es ist viel zu hoch. Genau, das wollte ich machen. Irgendwie hat das gerade nicht funktioniert. Aber hier könnte ich doch bestimmt hoch, oder? Also, ja, sehr schön. Dann können wir uns mal die wunderschöne Aussicht ansehen. Ja, sieht schon ganz nett aus, muss ich sagen. Very, very nice. Ja. Das müsste eigentlich klappen. Ja, Mann. Hast du geschafft. Oh mein, es juckt schon wieder. Oh. Ey, das ist so schlimm, ne? Immer wenn ich die Aufnahme starte, juckt irgendetwas. Bei mir juckt ständig irgendetwas. Eigentlich nichts Neues, aber okay. Ja. Oh, das sieht schon cool aus. Ah, ich liebe Schnee. Ich liebe Schneelevel. Ich liebe sowas einfach. Und es juckt schon wieder auf meinen Kopf. Was ist da los? Ich habe keine Ahnung, Leute, aber irgendwie juckt es mich andauernd. Da können wir rein. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Ach so, da ist ein Hebel. Ja, Mensch, was tut der Hebel denn? Ja. Wie sollte es auch anders sein? Ui, ich hoffe, es ist nur nicht zu hoch. Ja, es war schon ein bisschen hoch, aber naja, geht schon. So, ich möchte mal eben gucken, was ich alles habe. Cool, ein anderes Inventar, beziehungsweise eine andere Farbe. Ja, nette Abwechslung, muss ich sagen. Okay, Cave in the Pyrenees. Okay, wir sind also in den Kavernen. Pyrenees, was heißt das nochmal? Ich habe keine Ahnung. Ihr könnt es mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Und ich habe ein kleines Minipack, ein großes. Wow, zweimal Fackel. Sorry, Leute, ich wollte nicht so reinhusten. Dann habe ich zweimal Shotgun-Money und ja, die üblichen Pistolen. Hallo, ich bin gespannt, was für Gegner mich hier erwarten. Ich schätze mal Löwen. Ja, Löwen, wieso sage ich Löwen immer? Tiger meinte ich. Löwen gab es in Tomb Raider 1. Oh, es geht weiter runter. Na, ob mir das so gefällt? Ich weiß ja nicht. Aha, weitere Fackeln. Oh Gott. Da kommt irgendetwas, Leute. Ich weiß das doch. Ich meine, es ist eine Schräge zum Runterrutschen. Wir kommen nicht mehr hoch.
Das ist kein gutes Zeichen. Sollte ich am Anfang vielleicht mal speichern? Ja, ich denke schon, oder? Ja, das mache ich mal. Ulala, was haben wir denn hier? Sind hier irgendwelche Gegner? Das würde mich interessieren. Secrets, ja. Ich weiß nicht genau. Ja, ich keine Ahnung. Ich habe gerade überlegt. Egal, egal. Ist nicht so wichtig. Spinnen! Die spinnt doch! Die spinnen immer. Oh nein. Was? Kann ich da hoch? Kann ich da hoch? Warum das denn nicht? Wieso kann ich da nicht hoch? Ey Leute, wenn hier schon kleine Spinnen kommen und ich sehe gerade. Ah nee. Ich dachte schon, ey. Ich dachte, ich hätte hinten ein Spinnennetz gesehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch große Spinnen kommen. Ich hoffe es natürlich nicht, weil vor denen habe ich echt Panik. Auch wenn es keine echten Spinnen sind. Aber trotzdem. Ihr habt das ja schon gesehen bei Tomb Raider 2 im Tempel von Xian, wo diese Riesenspinnen gekommen sind. Da hatte ich schon Panik. Oh, Erdbeben oder was? Erdbeben. Ah. Wahrscheinlich ist der Typ deshalb gestorben. Nein. Irgendwas mit der Kamera war da. Ja, ein Erdbeben wäre schon mal schön. Obwohl, bei Tomb Raider 3 gibt es ein Erdbeben. Na, ich hoffe, es kommt kein T-Rex. Okay, ein T-Rex kann von mir aus kommen, aber bitte nicht aus heiterem Himmel. Oh, es geht immer weiter rein. Und es geht immer weiter runter. Okay. Okay, wir finden auf einmal so viele Sachen. Aha. Ist das gut? Was habe ich denn jetzt alles aufgehoben? Ich weiß es nicht. Ach so, genau, das war Shotgun-Money eben. Und dann hatten wir hier noch ein Medipack. Okay. So. Es geht weiter runter. Das ist aber keine Schräge, oder? Nee. Natürlich, es ist eine Schräge, aber keine zum Runterrutschen. Hey Leute, hier kommt da was. Das ist doch... Oh Gott! Ich höre Schritte. Was zur Hölle? Oh, ein Schneeleopard. Der Arme, ey. Ja. Ich glaube, ich gehe erstmal runter. Der Arme. Der hat mir eigentlich gar nichts getan, ne? Aber er wollte mir was tun. Oh, da liegt was. Was ist das? Ah, Shotgun Money, sehr gut. Hilfe, Hilfe. Was mache ich jetzt hier? Genau, ich gehe einfach mal hier hoch. Um zu hoffen, dass ich hier auch hochkomme. Aber nee, das klappt nicht. Ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe. Als ich mir Custom Levels angeguckt habe, da habe ich irgendwo gelesen, wenn man alle Secrets holt, dann gibt es irgendeine Sache, die man freigeschaltet hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Level oder eine Waffe ist, aber ich weiß jetzt nicht, ob das in dem Custom Level war. Da bin ich mir leider nicht mehr so sicher. Naja, wir werden sehen. Also wenn man was frei... Oh, da kann man hoch. Also wenn man was freischalten kann, dann sammle ich doch schon gern die Secrets. Ich muss da nochmal nachgucken. Was machst du da, Lara? Also manchmal ist die Lara echt verwirrt. Ne, Lara, also... Ich weiß nicht, was das wieder sollte, aber okay. Secret... Ich brauche ein Secret. Oh, da kann man auch nochmal hoch.
Okay, ich muss da sogar hin. Ich dachte, das wäre ein Geheimweg, aber naja. Aber naja. Ja, ich weiß nicht, soll ich Anlauf nehmen? Anlauf ist wahrscheinlich zu... Ja. Ach, verdammt. Ja, ich habe jetzt nicht gespeichert und ich habe keine Lust, den Weg jetzt nochmal neu zu machen. Deshalb speichere ich jetzt erstmal nicht. Ne? Das muss dann jetzt erstmal reichen. Ich meine, so viele Gegner sind jetzt eh nicht mehr gekommen. Aber ärgern tut mich das schon. Jetzt hat ich so viel Energie verloren. Oh nein. Oh nein. Seht ihr das? Da kommen Messer. Ach, doch nicht. Dann okay, jetzt haben die aufgehört. Ich würde mal gern wissen, wozu das gut ist. Ach so, keine Ahnung. Merkwürdig. Very strange. Auf jeden Fall. Das ist ja lustig. Das sieht ja beim ersten, wo die Kugel rauskommt. Die kommt gar nicht aus dem Teil raus. Die kommt irgendwo aus dem Nichts. Das finde ich ja lustig. Ganz langsam. Wir wollen ja nicht getroffen werden. Oh je, ist es dunkel. Ist das dunkel? Oh, Stacheln. Gut, dass ich runtergeschaut habe, sonst wäre ich wahrscheinlich aufgespießt worden. Okay, ja. Also ich vermute mal das erste Level. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Levels hier kommen. Wird vermutlich einfach sein. Und dann wird es immer schwieriger, wahrscheinlich. So, durch. 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 Und nochmal durch. Ohne getroffen zu werden. Das ist doch super. Ja, jetzt habe ich nur ein Problem. Meine Befürchtung ist, wenn ich da jetzt runterspringe, ist die Lara tot. Und das möchte ich jetzt mal gern ausprobieren. Wie soll die denn bitte da... Hä? Ich meine... Oder kann sie... Ach so, die kann sich da festhalten. Ach so. Ich dachte, das wäre zu hoch. Aber anscheinend nicht. Ja, super, Lara. Verdammt. Ey, die hat mehr als die Hälfte schon verloren. Das ist doof. Hallo? Hallo? Secret oder sowas? Wäre echt nett. Weil wenn es hier in diesem Custom-Level war, dass man was freischalten kann, dann würde ich gerne alle Secrets haben. Aha. Vermutlich habe ich schon eins übersehen, kann ich mir vorstellen. Wenn ich was übersehen habe, ja, dann ist es halt so, dann kann ich dieses komische Teil, was auch immer ich freischalten kann, vergessen. Oh nein. Oh nein. Ja, hätte ich mal... Oh, verdammt. Ja, ja. Boah, ich dachte, da kommt jetzt noch eine. Hui. Eieiei. Eieiei. Oh Gott, Leute. Ein Riesenraum. Ah, oh, zwei Stück. Was? Medipack, Medipack, Medipack. Was? Dein Ernst? Was? Ich komme hier nicht mehr hoch. Ich komme hier nicht mehr hoch. Oh nein, Leute. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich komme hier nicht mehr hoch, Leute. Ich hänge fest. Alter, ich hänge fest. Dieser blöde Schneeleopard. Komme ich denn wenigstens hier hoch? Ja, Gott sei Dank. Oh mein Gott. Boah, du blödes... Hoi, hoi, hoi.
Und ich dachte schon, ich komme da nicht mehr raus. Aber ja, falsch gedacht, ne? So, was haben wir denn hier? Ein Riesenraum. Liegt hier irgendetwas? Oh, da kann man was schieben. Beziehungsweise ziehen. Ich gucke mich jetzt erstmal um. Was ist da unten? Wow, es ist mega dunkel und es ist sehr tief. Oh Gott, da sind so schwebende... Ah nee, die schweben nicht. Ich wollte schon sagen, hä? Schwebende Steine? Kommt man eventuell da irgendwie runter? Ich weiß es ja nicht. Okay, I don't know. I don't know. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich dieses Teil hier hinschieben kann. Nee, das ergibt keinen Sinn. Hier gibt das auch irgendwie keinen Sinn. Aber eventuell da. Komme ich dann da? Ja, das müsste eigentlich gehen, oder? Das müsste doch eigentlich hinhauen. Also bis jetzt gefällt mir das Custom Level. Mir gefiel bis jetzt jedes Custom Level von Tomb Raider 2. Also ich bin begeistert. Sehr viele talentierte Levelbauer auf jeden Fall. Also ich könnte sowas niemals machen. Ich weiß nicht. Ich meine, ich habe es noch nie ausprobiert, aber ich glaube, ich bin da nicht kreativ genug für. So. Könnte ich hier irgendetwas machen? Irgendwas aufheben? Ja, nee. Wäre ja schön gewesen, wenn da ein Secret gewesen wäre, aber ne. Man kann ja nicht alles haben. So. Sehr gut. Hier komme ich rauf. Oh je. Oh, Vorsicht, Lava. Vorsicht. Ja, es ist mega tief. Und da hinten ist Shotgun Money. Ah, nee. Ich muss ein bisschen weiter zur Seite. Das müsste ja jetzt gehen, oder? Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe, es ist... Ja, okay, gut. Meine Sorge war schon, dass sie das nicht erreichen wird. Aber ja, puh. Oh, könnte ich von da aus... Wartet mal. Okay, ich könnte da hinspringen. Da könnte ich auch zur Shotgun Money. Aber ich möchte irgendwie probieren, da hinzukommen. Vielleicht ist da ja was Tolles. Ich werde aber trotzdem nochmal speichern. Schafft sie es? Ja, müsste eigentlich. Was ist das denn? Was ist das? Aha. Oh, cool. Ich hab das erste Secret. Ja, sehr schön. Nice. Das freut mich. Ja, jetzt muss ich wahrscheinlich wieder runter, ne? Gut, hat zum Glück nichts abgezogen. Ja, cool. Erstes Secret. Ja, man kann ja... Nee. Aber ne, ja, ein cooles Secret. Mal was anderes außer die als die Drachen. Obwohl ich ja Fan von diesen Drachen bin. Was war das jetzt? War das jetzt so eine Götterstatue? Also sah jetzt für mich so aus. Ich hoffe nur, ich habe das andere nicht vergessen. Irgendwie ein erstes oder so. So, wo will ich denn zuerst hin? Ja, eigentlich die Shotgun Money, oder? Ja, komm. Oh, ich habe eine Nachricht bekommen. Ja, Facebook, du musst mal ein bisschen warten. Sehr gut. Sehr schön, dann machst du das, Laura. Aha. Ich bin stolz auf dich. Ja, aha. Okay, 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 okay. Ja, was wäre denn jetzt am klügsten? Ja, also zu dieser Holztür schafft sie es eh nicht. Das ist viel zu weit. Würde ich mal sagen, springen wir zurück. Mit Anlauf am besten, oder? Fall... ja, hat noch funktioniert, Gott sei Dank. Ah, ist das nicht zu weit? Es sieht immer so weit aus, finde ich. Wow.
Gut. Gut, gut. Ja. Wohin? Ach so, wahrscheinlich dann dahin, oder? Oder muss ich da oben hin? Ach so, von hier aus komme ich da eh nicht hin, außer dahin, aber es bringt mir ja eh nichts. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's jetzt erstmal mit dieser Folge. Also, ich habe richtig Bock auf das Custom Level, wie auf jedes Custom Level natürlich. Und ja, mal schauen. Ich werde wahrscheinlich auch noch Tomb Raider 3 Let's Playen. Also, ich habe Poseidon Sanctum Reboot, habe ich mal geholt. Ne? Ich meine, ich habe Poseidon Sanctum hatte ich schon mal Let's Played, aber das war ein anderer Teil. Da sind nämlich noch ein paar Zusatzlevel bei. Naja, werdet ihr irgendwann sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das mit Tomb Raider 2 Custom Level zusammen Let's Play. Eventuell nach dem Let's Play hier. Mal schauen. Naja, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.